dabei mitgeholfen, dass die Nahrung. Musste Sie der Verein lange überreden, hier Ihr Amt anzutreten? Nein, also ich habe natürlich zunächst einen Anruf des Präsidenten bekommen und wir haben uns dann relativ kurzfristig in Münster getroffen, haben mit den verantwortlichen Personen konstruktive, offene, auch kritisches Gespräch geführt, wo wir uns persönlich kennengelernt haben, wo wir sicher auch das ein oder andere aus der Vereinspolitik besprochen haben, meine Philosophie oder Art als Trainer zu arbeiten. Und da hatte ich von Anfang an ein relativ gutes Gefühl und es war dann halt wichtig, dass ich meinen Vertrag mit Dresden auflösen konnte, wo ich mir auch heute noch bei Dynamo bedanken muss, dass es so kurzfristig und reibungslos über die Bühne ging. In dieser Situation, die es halt immer wieder im Fußball gibt, wo du halt Spiele verlierst und das momentan in einer Häufigkeit, die man sich nicht wünscht. Und da müssen wir alle zusammenstellen, da müssen wir versuchen, als Team einen Ruck reinzukriegen. Da muss auch jeder Spieler sich in der Verantwortung fühlen. Da müssen wir versuchen, eine Einheit zu den Fans zu bilden, auch wenn wir mal ein Spiel verlieren. Aber wir müssen Kampf sehen und wir müssen selbstbewusstes Fußballspiel sehen. Und dass uns das nicht vielleicht von der ersten Sekunde an gelingt, mag sein zu 100%, aber da muss jeder Spieler den Partner oder Mitspieler, am einfachsten ist es mit den Kollegen, die halt in unmittelbaren Pärchen vielleicht auf einer Seite spielen, so zu motivieren, dass alle 10 bis 20% zulegen.